Willkommen zu unserem heutigen Nemic Green Abenteuer auf Mallorca. Wir begeben uns auf eine spannende Wanderung zur abgelegenen Bucht der Playa del Colbaisch, östlich von Alcudia. Unsere Reise beginnt auf einer herausfordernden Straße voller Schlaglöcher. Ein kleines Abenteuer für sich. Wir empfehlen für diesen Weg ein geländetaugliches Fahrzeug. Sobald wir das Refugio del Colbaisch erreichen, werden wir mit einer malerischen Aussicht über die steile Küstenlinie belohnt. Nach einigen Schritten genießen wir die Aussicht auf die Steilküste und die türkisblaue Bucht. Dann geht's weiter auf den schmalen, teils steilen Pfaden durch einen wunderschönen Pinienwald. Glaubt uns, die Aussicht wird euch nicht enttäuschen. Die Küste ist einfach der Hammer. Nach relativ entspannten oder gemütlichen 20 Minuten später erreicht man einen felsigen Bereich am Strand. Der letzte Abschnitt der Route ist der komplizierteste, da es keinen ausgewiesenen Pfad gibt und man auch über Felsen zum Strand gehen muss. Insgesamt dauert der Weg etwa 30 bis 40 Minuten und man überwindet einen Höhenunterschied von rund 160 Metern. Daher immer beachten, der Abstieg ist einfach, aber der Aufstieg, besonders im Sommer, kann sehr anstrengend sein. Der Abstieg östlich der Bucht bietet dann eine kleine Kletteranlage über große Felsen, was unsere Reise natürlich umso spannender macht. Wir empfehlen hierzu allerdings auf jeden Fall dringend festes Schuhwerk. Und auf keinen Fall sollte man die Felsen bei nassem oder gar regnerischem Wetter überqueren wollen, da sie natürlich dazu neigen, extrem glatt zu werden. Hallo und herzlich willkommen auf eurem Nemic Green Channel. Ja, wie ihr seht, was soll ich sagen? Beng, verrat uns, wo wir sind. Ja, wir sind auf der Halbinsel La Victoria, unten am Strand von Playa del Colbaisch. Für mich ein wirklich magischer Ort. Ne? Also es ist wirklich irre. Fantastisch. Ja, schaut es euch an. Ne? Also ich glaube, man muss da gar nicht viel zu sagen, um zu verstehen oder zu wissen, wie wir uns gerade hier unten fühlen. Ja, angefangen hat es mit einem kleinen holprigen Weg, den man, ich glaube, so mit einem normalen Auto vielleicht besser nicht in Angriff nehmen sollte. Genau, so sieht's aus, ja. Machen viele Touristen trotzdem, was eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Weil man braucht für den Weg eigentlich schon ein SUV oder irgend sowas, also was 4x4 hat. Ja, also es gibt ja auch diverse Wege, ne? Wir haben ja gesehen, wir hätten auch schon viel vorher irgendwie parken können und den ganzen Weg. Aber das haben wir uns jetzt erspart, weil wir wollten diese Momente mit dem Licht hier einfangen und sind quasi bis kurz vor Ende, bis ganz zum Schluss. Dann sind wir von dort oben, haben wir uns runtergeschlängelt bis hier unten an der Steilküste und dort hinten, hinterm Bank, sind wir dann irgendwann angekommen. Wie lange haben wir gebraucht? 20 Minütchen? Ein bisschen mehr, eine halbe Stunde. Ungefähr. Das ist ganz normal. Ja. Kleine Sache zum Weg selber. Ne? Der Weg ist eigentlich gut zu erkennen und man sollte den Weg auch nicht verlassen. Wir haben viel gesehen, dass Leute versucht haben, den Weg abzukürzen, Abkürzungen durch den
durch den Wald zu nehmen. Das Problem ist, das ist überhaupt nicht gut. Muss nicht weil sein. Das sorgt für Erosion. Da wächst nichts mehr. Da ist am Ende nur noch Geröll. Der ganze Sand wird runtergespült und bleibt nicht. Einfach auf dem Weg. Genau. Wenn ihr runtergeht, bewahrt diesen schönen Teil der Natur. Genau. Und hinterlasst einfach nur euren eigenen Fußabdruck. Richtig. Und jetzt genießt bitte einmal diese Aussicht nochmal. Also, was soll ich euch sagen? Es lohnt sich, hierher zu kommen und zu verweilen, die Ruhe zu genießen. Fantastisch. Ziel angelangt, offenbart sich die wahre Schönheit der Playa de Colbaix, ein idyllischer Strand mit feinem Kies, umgeben von beeindruckenden Felsformationen. Doch leider bleibt auch dieser wundervolle Ort nicht von Plastikmüll verschiedener Art verschont. Abgesehen vom Mikroplastik, das nahezu den gesamten Kiesstrand überzieht, finden sich immer wieder auch größere liegengelassene und angetriebene Abfälle. Mit der von Nemic Green entwickelten KI zur mobilen Live-Müllerkennung nutzen wir unsere moderne Technik nicht nur für die schönen Bilder der Natur, sondern auch für wissenschaftliche Zwecke. Insgesamt bietet der Playa de Colbaix eine perfekte Kombination aus Naturerlebnis und Erholung. Also ideal für alle, die abseits des Trubels ein einzigartiges, ja, man kann sagen mallorquinisches Juwel entdecken möchten. Der Schwierigkeitsgrad des Trails liegt hier unserer Einschätzung nach bei leicht bis mittel. Mittel deshalb, weil für Kinder bedingt geeignet, da man die Kletteraktionen wie gezeigt beachten sollte.
Bei unserem Besuch vor Ort trafen wir auf einige neugierige Ziegen, die den Weg von oben entlang steiler Klippen und Abhänge zu uns fanden. Zunächst hatten wir etwas Angst um unser Equipment, doch am Ende könnten sie als absolut harmlos eingestuft werden. Ja, was hier haben wir hier? Wenigstens schon jemand mal so fleißig und hat den ganzen Müll, den er hier gefunden hat, zusammengetragen. Jetzt muss er praktisch nur noch abtransportiert werden. Aber es ist halt schade. Ne? Also ich bin tatsächlich fassungslos. Wie viele Taucherbrillen kann man bitte hier verlieren? Und das ist definitiv nicht angespült vom Meer, sondern das wurde hier ja wirklich vergessen. Ja. Danke an denjenigen, der es zusammengetragen hat und hier auf den Stein gelegt hat, in der Hoffnung, dass keine Welle bis hier hochkommt. Deswegen was höher gelegt. Genau. Ne? Ansonsten würde ich behaupten, über den ganzen Weg verteilt habe ich keinen Müll gesehen. Das war einmal die Dose, ne? Genau, die Dose, die haben wir mitgenommen. Das ein Tütchen, ich glaube, ich hatte 5 Liter Mülltüte mit. Ja. Haben wir gesammelt. Ja, und das muss jetzt hier weggebracht werden.